Ich glaube, dass man hier nicht immer gehen kann, dass man hier nur im Moment gehen kann. Und außerdem ist es hier echt bauzig. Ekelhaft. Das ist nur was für Mountainbiker. Da gehe ich wieder zurück. Na gut. Nee, da hinten war es mir echt zu batzig. Das muss nicht sein. Danach rutsche ich aus und dann liege ich im Dreck. Ja. Schauen wir mal, was es in der anderen Richtung noch gibt. Ob es da was gibt. Vielleicht auch einen Weg. Vielleicht sollte ich jetzt erstmal nochmal arbeiten. Ich muss nämlich für die nächsten fremdsprachigen Videos auch was aufnehmen. Also die drei Themen, an denen ich zurzeit arbeite, sind einmal das Fazit nach 4 Jahren. Das ist ja eine 40-teilige Reihe in 6 Sprachen. Und dann Hygiene. Das sind auch 10 Teile, glaube ich, auch in 6 Sprachen. Und ja, dann habe ich noch die 12 Themen, glaube ich, die ich vor kurzem beschlossen habe zu machen. Ja, und ansonsten auf 365 Schritte. Ist gerade Nummer 5, faszinierende Projekte, das aktuelle. Das habe ich schon auf Deutsch und auf Englisch und das gibt es jetzt auf Französisch als nächstes. Für Leben im Auto habe ich noch meinen Traummann, auch in 6 Sprachen vor. Naja, und dann ist wahrscheinlich das Jahr vorbei und dann habe ich mein ENIAC. Ja, es ist, ich wünsche mir immer, dass das schneller geht, aber allein das Aufnehmen, mindestens 20 Minuten oder so, dann, ja, ich meine das Schreiben schon mal halbe Stunde, das Übersetzen, vielleicht 2 Stunden, korrigieren mit meiner Lernpartnerin eine halbe Stunde, nur auf Russisch. In den anderen habe ich im Moment keine Lernpartner, da muss es unkorrigiert bleiben. Dann aufnehmen, 20 Minuten, dann schneiden, 1 Stunde oder ja, kommt drauf an. Wenn es nur 1 Minute ist oder so, dann reichen vielleicht 20 Minuten schneiden. Ich muss ja immer einen Schnitt machen nach jedem Satz. Und dann muss ich das Schweigen wegschneiden. Und dann, falls ich mich verplappert habe, das muss ich wegschneiden. Und ja, ansonsten kann es sein, dass ich noch Bilder oder irgendwelche Schriftzüge einfüge und eventuell Musik und dann exportieren und dann hochladen und dann auf Patreon freigeben und dann auf Instagram drauf hinweisen mit Thumbnail. Ich glaube nicht, dass irgendjemand was dagegen hat, wenn ich das Auto in die verkehrte Richtung stelle.
13:10 Uhr. Mach mal das Solar. Grad. Ja. Ich würde sagen, das zeigt ganz deutlich, dass ich im Auto leben will, weil wäre ich in einer Wohnung und es hätte mehrere Wochen diese Temperatur oder ähnliche und ich hätte keine Kühlungsmöglichkeit, dann würde ich vermutlich eine andere Wohnung suchen. 17:07 Uhr. Es waren jetzt 4 Stunden. Und natürlich habe ich in der Zeit mit meinen Geräten gearbeitet und die an der Goal Zero geladen. Deswegen ist die Goal Zero bei 0. 0. Ja, man könnte das als enttäuschendes Ergebnis ansehen oder man könnte einfach sehen, oh ja, viel gearbeitet, Geräte benutzt, Geräte brauchen Strom, deswegen konnte die Batterie nicht geladen werden, weil sie den Strom einfach nur durchgeleitet hat. So, ich brauche was zu trinken, eine Tasche und, ah ja, ganz interessant auch, also es sind immer wieder Leute kurz stehen geblieben, um zu gucken, wahrscheinlich, ob ich noch lebe oder so. Manche von denen vielleicht, falls ich nicht mehr lebe, dann kann man jetzt das Solarpanel klauen. Und andere wirklich nur, ja, lebt die noch? Geht es ihr noch gut oder nicht? Doch, mir geht's gut. Auch bei 40 Grad. Und im Auto hat es dann vielleicht 60 oder 80, keine Ahnung. Ich meine, okay, wenn man dann die Türen offen hat, alle, dann zieht es ein bisschen durch. Aber es ist schon, ja, halt nicht so einfach im Auto. Aber mir ist es lieber, als in der Wohnung zu wohnen und ständig am gleichen Ort zu sein. Und in 4 Wänden zu sein, wo ich sehr wenig Aussicht habe. Also, ich habe mal zu meinem Papa gesagt, ich glaube, der einzige Ort, also ist natürlich unmöglich, aber der einzige Ort, wo ich mir vorstellen könnte, zu leben in einem Haus, wäre in einem Gewächshaus oder Glashaus, also rund um Fensterfronten, eigentlich ja fast nur Fenster, auf einem Berggipfel, wo ich auf mehrere Seiten Aussicht auf Seen und Flüsse habe. Und natürlich von der Tür aus Wanderwege los, direkt vom Haus los, mehrere, viele Wanderwege, kilometerweise. Und ja, am liebsten natürlich keine Menschen in der Nähe, aber naja, irgendwann muss man einkaufen, aber gut, man kann ja auch mal mit dem Auto dann. Wahrscheinlich müsste ich das Auto in so einer exponierten Lage dann, das Auto, sehr weit weg stehen haben. Das ist schon hier ein Gehweg, oder? Ja. Weil das gar so schmal ist. Und hubschraub. Ah, ja, sieht man auch das Wasser durch. Tja. Gucken wir mal, wohin das hier führt. Vielleicht nirgends, wer weiß. Auf Google Maps dachte ich, da wäre noch ein Weg eingezeichnet auf der Seite, aber der scheint nur für Angestellte zu sein. Ich habe ihn jetzt gar nicht gesehen. Das sieht so cool aus. Diese Technik. Und der volle Wahnsinn. Oh, der Gehweg wird breiter, das ist angenehm.
Ah, und man sieht besser. Ah, vielleicht kann man da hinten hingehen. Ach nee, da ist eine Schranke. Oder eine Schranke vielleicht nur für Autos. Vielleicht kann man als Mensch dahinter gehen. Gucken wir mal. Und hier steht, das Gebiet ist unter Videobeobachtung. Das ist eigentlich nicht schlecht, weil das bedeutet doch dann eigentlich, dass ich vor Diebstahl sicher bin, oder nicht? Hm. Wer weiß. Also, was steht denn da? Wahrscheinlich steht da, es tut uns leid, nur für Mitarbeiter. Interdiction. Électricité de France. Interdit Canot Kayak. Und arrête l'accès à la retenue formée par le barrage sur la Loire et à ses berges est interdit sur une distance de 50 mètres à l'amont du barrage. Also ich glaube, man darf nicht näher als 50 Meter ans Wasser hin. Also ich glaube, der eine Weg, wo ich schon gegangen bin, ist der einzige. Ach, man kann noch da vorne gehen. Schauen wir mal da vorne noch. Ob da noch Aussicht hat. Auf der anderen Seite. Oh, hier ist Schatten. Schön. Interdiction de jeter des objets du barrage. Natürlich darf man nichts runterwerfen, ist ja klar. Ah, also da vorne ist auf der anderen Seite der Gehweg zu Ende. Aber auf der Seite geht es auf jeden Fall. Das heißt, ich kann jetzt darüber auf der anderen Seite zurückgehen und hier noch ein bisschen Aussicht genießen. Und da oben ist auch ein Teil Wasser. Ich frage mich, wie sowas eigentlich funktioniert. Eine komplizierte Technik, schätze ich mal. Tja, und? Bleibe ich noch hier? Ich meine, ab und zu kommen halt Fahrzeuge vorbei. Motorräder, Autos. Manche von denen sind laut, manche nicht so sehr. Ich kann hier halt nicht weit wandern, das ist halt das Problem. Ich habe erst 6000 irgendwas Schritte, brauche also noch über 4000. Und wo gehe ich die? Und am Ende des Tunnels ist ja Barzig, da kann man nicht gescheit weitergehen. Und was ist da an der Straße entlang, ist nichts. Und da oben ist noch ein Häuschen. Vielleicht kann man da noch ein Stück gehen. Tja. Ich höre da Frösche. Das ist ja krass. Ach, die sind da oben. In dem stilleren Gewässer. Ja, dann stecken wir mal um. Und dann fahren wir einfach mal ein Stück und schauen, ob es einen guten, vielleicht etwas schattigeren Platz gibt. 17.19 Uhr. Und wir fahren los mit 246,4. Maps. So, da vorne sind welche mit so einem aufgemotzten Auto und Motorrad. Die machen Fotos, weil da drüben das Schloss ist. Ich habe auch gerade ein Foto von meinem Auto mit dem Schloss im Hintergrund gemacht. Und da steht noch ein Wohnmobil. Und da oben kann man auch noch parken. Aber das heißt, ich muss jetzt an denen vorbei.
Aber ich warte jetzt einfach noch, bis die fertig sind, oder? Oder bleiben die da jetzt länger? Nein, die fahren schon weiter. Die gehen wieder zum Auto. Das ist auch viel zu heiß da oben. Oder? Da jetzt gehen die noch spazieren, oder wie? Ah, die machen Selfies noch. Ah. Da fahre ich jetzt vorbei, oder? Ich filme es noch mit dem iPhone, weil damit sieht man immer besser und man kann noch ranzoomen. Da ist gleich danach noch ein Aussichtspunkt. Ah, da unten ist auch das Schloss, das andere Schloss, weil das da oben ist wahrscheinlich eine Burg. Cool. Es hat 42,5 Grad und ich bin an einem Aussichtspunkt. Wunderschön, aber ich würde es niemals empfehlen, an so einem Punkt über Nacht zu bleiben. Das ist halt ein herrlicher Treffpunkt für alle möglichen Leute. Natürlich auch für Leute, die es nicht so gut mit einem meinen. Für Leute, die ihre Ruhe haben wollen, die einen dann vertreiben. Also selbst wenn nichts passiert, aber die machen Krach, damit man wegfährt. Und außerdem immer dran denken, wenn ihr an solchen Aussichtspunkten haltet, aussteigen und sofort die Türen schließen und nicht zu weit vom Auto weggehen. Also ich meine, okay, wenn man da einen Wanderweg geht, ja, aber wenn möglich nicht. So, 248,50, ja, das sind einfach 2 Kilometer und es ist 17.45 Uhr und ich stecke aus und dann gehe ich erstmal ein Stück wandern und dann komme ich zurück und arbeite weiter. Bin mir nicht 100% sicher, aber bin jetzt hier 5 Minuten rumgestanden und ja, es ist zwar Straßenlärm da, aber es kommt mir hier recht okay vor. Mal schauen, ob das Auto noch verschwindet bis heute Abend. Sonst muss ich vielleicht noch mal gucken. Weil warum bleibt ein Auto auf einem Parkplatz stehen? Und da ist ein Privatgrundstück. Die Musik. Aber das wird ja auch nicht den ganzen Tag gehen. Was für ein mega lange Hecke. Das ist ein Millionengrundstück. Und da ist auch eine alte Dame gerade reingefahren ins Grundstück. Ein Familiengrundstück. Whatever. Wer auch immer. Wahrscheinlich die mit dem, ich glaube, das war ein Manta, oder? Der orangene. Da ist auch wahrscheinlich Geld da. Oldtimer kosten doch auch einen Haufen Geld. Und der hat so ein bisschen nach Model ausgesehen. Und da war auch eine Dame in meinem Alter dabei, die so gar nicht zu den jungen Leuten gepasst hat, die so Anfang 20 waren. Vielleicht war das die Fotografin und es waren die Models. Ja, weil die stand auch etwas abseits von den anderen. Ja. Oder es war sein Geburtstag. Es war sein Geburtstagsgeschenk, der Manta. Wie auch immer. Es ist ja egal, was die Leute machen. Solange ich in der Nacht hoffentlich meistens ruhig schlafen kann. Und solange ich ein paar Wanderwege habe und genügend Strom, damit ich arbeiten kann. Die Schäfchen.
Da ist nicht viel Schatten auf dem Grundstück. Aber einige sind auch in der Sonne, also ganz draußen. Hundegejaule und Gebell. Wahrscheinlich bin ich schuld. Oh, ne, es sind noch mehr Spaziergänge außer mir. Hitze. Ich habe schon über 9000 Schritte, ich kann umkehren. Am liebsten würde ich hierher fahren. Aber wer weiß, da kommen vielleicht irgendwelche Offroad-Fahrer vorbei, wer weiß. Ja, schauen wir mal, wie der Platz da oben ist. Tja. Wahnsinnshitze. Was haben die geguckt? Ah, die sind da rausgekommen. Aus der Einfahrt, wo die alte Dame reingefahren ist. Vielleicht ist das kein Haus von reichen Leuten, sondern ein... Keine Ahnung was. Ein Mehrfamilienhaus, wie auch immer. Mit einem Riesengrundstück. Boah, es ist so heiß, ich kann gar nichts.